Ich sollte Miles anrufen. Hey, Pete. Hi, Miles. Wollte nur nachsehen, wie du die Nachricht über Lee aufnimmst. Also, wenn du hier nicht mehr arbeiten willst, würden May und ich das verstehen. Ich wollte tatsächlich kündigen. Doch dann fiel mir ein, was Dad immer sagte. Ein Held ist einfach jemand, der nie aufgibt. Da hast du recht. Sofern er das Richtige tut. Du hast den Job von mir. Lass ihn sein, wenn du ihn nicht für das Richtige hältst. Die Leute hier, was Lee getan hat, ist nicht ihre Schuld. Sie brauchen Hilfe und ich helfe ihnen. Ich glaube, Dad würde es so wollen. Ich glaube, er wäre stolz. Das war mir klar. Und Miles, ich bin auch stolz auf dich. Ruf an, wenn du reden willst. Danke, Pete. Ich muss los. May will, dass ich ihr ein paar Büroartikel besorge. Bis bald. Was geht ab, Freunde und Supporter? Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Spider-Man. Ihr habt schon gehört, wir haben gerade mit Miles telefoniert. Das ist ein guter Junge auf jeden Fall. Wir lassen mal die Tombstone-Mission sein. Boah, ich hätte schon ein bisschen Bock drauf. Aber wir wollen mal... Oh, da ist schon wieder jemand an. Du hast den Rathausbomber. Wir haben ihn. Ist doch Jacke wie Hose. Ich will sagen, dass du in letzter Zeit wirklich Gas gegeben hast. Du solltest Urlaub machen. Ich bin nicht so der Urlaubstyp. Aber wenn wir den Rest von Lees Leuten haben, mache ich das vielleicht. Kein Flug, kein Koffer. Nur mal richtig ausschlafen. Oh, du weißt, wie man feiert. Aber hey, jeder wie er kann. Oder auch nicht. Hast es dir verdient. Okay. Spidey hier wieder am Labern ohne Ende. So, machen wir nochmal das Black Cat Ding hier. Oh, das war ein bisschen zu weit. So, Black Cat. Wieder verpasst. Ja, war bestimmt super knapp. Ich weiß ja, warum ich wieder im Spiel bin. Der Pfad der Tugend ist langweilig. Mein Ziel ist 50 Millionen. Eine schöne runde Summe, oder? 50 Millionen. Miau. Aber, hör auf damit, Peter. Wenn du mich erwischst, gebe ich alles wieder zurück und werde brav. Meine Zukunft liegt in deiner Hand, Spinne. Was ist das für ein Symbol da auf der Map? Achso, die Herausforderung, die schon abgeschlossen wurde. Ey, man, dieses Miau. Hör auf damit, Peter, ohne Witz, Alter. Das klingt so komisch. So, wir haben 8 von 12. Wir könnten... Ach komm, wisst ihr was, Freunde? Ich mach das jetzt einfach. Ich werde jetzt einfach die Black Cat Mission zu Ende bringen. Und dann haben wir den Anzug einfach. Dann haben wir den Anzug. Ich bin sehr gespannt, was dann noch passiert. Es wäre auf jeden Fall sehr cool, wenn wir auch Black Cat nochmal selbst begegnen würden. Oh, warte mal. Den Anzug... Den neuen Anzug habe ich nicht vergessen, Freunde. Aber wenn wir uns jetzt einen neuen Anzug holen, dann reicht das ja. Spinnrad. Okay. So. Die ganzen Moves werde ich mir sowieso nicht merken. So, bin mal gespannt. So, das habe ich jetzt vor. Wir hatten die letzten 2-3 Parts so viel Story gemacht und mega geile Story. Dann muss das mal kurz zwischendurch reingeschoben werden. Heißt ja nicht, dass wir jetzt nur noch das machen. Uns fehlt ja auch nur noch 4 Sachen. Ich bin mal gespannt. Ich will einfach die letzten 4 Sachen schnell noch holen. Und dann mal gucken, was sie so redet. Dieses Katz- und Maus-Spiel. Oder Katz- und Spinnen-Spiel. Und vor allem mit dem neuen Upgrade jetzt, mit der neuen Geschwindigkeit, geht es noch geiler durch die Gegend. Sorry, keine Zeit. Yippie! Und es fehlen auch nicht mehr so viele Rucksäcke, wa? Aber wie gesagt, in erster Linie erstmal hier die Black Cat Sachen. Junge, willst du mich verarschen? Du hast den Angst eingejagt. Felicia hat ihr Ziel fast erreicht. Ich muss das beenden. Und zwar schnell. Yeah. Hier wimmelt es von Bankern.
Das perfekte Ziel. Da. Geschafft. Offensichtlich kennt sie sich hier aus. Und da fällt mir ein, wie ich sie erwischen kann. Ja, Spidey. Okay. So, kurz den Rucksack mitnehmen hier vorne. Yippie! Ganz kurz den Rucksack mitnehmen. Oh, Glas mit Gewürzen. Angeblich hat Fisk sein Vermögen mit diesen Gewürzen verdient. Sie sind gut, aber nicht so gut. Nee. Junge, du bist doch nicht dumm, oder? Zweite, ich meine, manchmal kommst du mir schon ein bisschen dumm. Manchmal kommst du mir schon ein bisschen dumm vor. Aber dass das natürlich nur Tarnung ist, ist ja klar, oder? Wollen, glaube ich, niemandem erzählen. So. Kurzes Bild nebenbei gemacht. Da oben ist die nächste Black Cat. Also, hier in der Ecke waren wir anscheinend schon lange nicht mehr. Oder waren wir hier überhaupt schon mal? Weil hier habe ich ja gar nichts gemacht. 10:31. Wir haben hier... Felicia schickt mich auf die Jagd. Aber so kann ich sie leichter erwischen. Okay. Ich füttere einen Algorithmus mit all den Orten und kann so ihren möglichen Aufenthaltsort eingrenzen. So, schauen wir mal. Bestimmt da unten irgendwo, oder? Na, komm schon. Meets, 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 meets. Meets, 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 meets. So, warte mal. Ach, guck mal, wie weit wir hier rüberschwingen können. Blitzt hier irgendwo was? Okay, die Katze ist ein bisschen... Ah, da. Na bitte. Ich war zu spät da. Aber noch ein bis zwei Orte sollten reichen, um ihr Versteck zu finden. Ein bis zwei Orte. Moment. Aber wo? Ah, wie krass, wir haben sogar noch einen Turm. Kann es sein, dass sie da sind? Oder sind die hier unten irgendwo, die Black Cat Sachen? Nee, dann sind die bei den Türmen. Dann sind die bei den Türmen. Zwei Sachen brauchen wir tatsächlich noch. Und dann haben wir das schon, Freunde. Dann haben wir das schon. Da bin ich aber mega drauf gespannt, weil ich glaube, der Anzug, den wir bekommen, ist der schwarze, der sieht ultra krass aus. Toll. Hatte ganz vergessen, wie viel Spaß das macht. Entschuldigung. Und der sieht ultra krass aus. Freunde, das wird sich lohnen. Das könnte der geilste Anzug bisher von allen werden. Helmfragment. Dieses Stück von Mysterious Helm war die Inspiration für meine Linsen. Los, zeig mich an, Goldfischglas. Hallo? Daran merkt man einfach. Sogar die Tunnelmenschen in den Kanälen wissen von der Verfolgungsjagd zwischen der Polizei, Spider-Man und den Dämonen. Erneut macht Spider-Man eine schlimme Situation unendlich schlimmer. Und dieser hochintelligente Anrufer ist meiner Meinung. Sie sind live mit J. Jonah Jameson. Ja, Mr. Jameson. Ich wollte zur Arbeit und wurde fast überfahren. Ich verstehe, dass Spider-Man das Entführungsopfer gerettet hat. Und das freut mich. Aber ich hätte tot sein können. Nicht nur Sie. Das ist das Problem. Die Polizisten können sich absprechen, Straßen abriegeln, Nagelsperren auslegen, weil sie ein Team sind. Spider-Man ist eine Ein-Mann-Show, der es nur um eins geht. Spider-Man! Und sie hätten dafür fast bezahlen müssen. Mit ihrem Leben! Jonah, du bist so eine Pissbacke, du gehst mir so auf den Nerv, es ist wirklich die nervigste Figur hier im Spiel. Absolut mit Abstand. So, warte mal. Den Rucksack nehme ich mir auch nochmal schnell mit. Was ich sagen wollte, man merkt einfach so an diesen Geschichten zu den Rucksäcken, wie viele geile Gegner Spider-Man eigentlich hat. Es ist so viel Potenzial noch für den nächsten Teil und es wird sicherlich 100% ein zweiter Teil kommen zu Spider-Man. Der Blinde gab mir seine Karte, falls Spider-Man mal einen Anwalt braucht. Moment, wenn er blind war, woher wusste er, dass ich Spider-Man bin? Daredevil, Alter, geil. Auch das, ja,
nicht nur Bösewichte gibt's viel im Marvel-Universum oder auch halt, ja, Figuren, die öfters mal mit Spider-Man unterwegs waren. Ich meine, Wolverine ist öfters mal mit Spider-Man unterwegs gewesen. Deadpool natürlich auch. Oder halt auch der gute Daredevil. Also das ist auch das Potenzial für einen Nachfolger ist so groß. Es wird ein Nachfolger kommen, Freunde. Da könnt ihr ganz, ganz sicher sein. Das Spiel, soweit habe ich gesehen, hat sich auch gut verkauft. Obwohl, sind überhaupt schon auf jeden Fall bei diesen guten Kritiken und so weiter, hat sich das sicherlich gut verkauft. Ganz sicher. Das Spider-Signal. Coole Idee. Aber alle Lichtquellen, die hell genug waren, waren viel zu heiß. Aber irgend... Ah, Mist. Sorry. Shit, jetzt bin ich aus Versehen auf den Knopf gekommen. Das Spider-Signal. Coole Idee. Aber alle Lichtquellen, die hell genug waren, waren viel zu heiß. Aber irgendwann... Okay, das war's tatsächlich schon. Alles klar. So, haben wir jetzt irgendwie ein Black Cat-Ding aufgedeckt? Nee. Okay, dann müssen wir nochmal hier zu dem Turm. Also, wie gesagt, Freunde, zweiter Teil. Ich meine, es gibt hier schon super krasse Bosse. Und Figuren. Und wir werden auch noch einige sehen. Ihr habt es ja gesehen. Die Leute, vor allen Dingen, die Trailer gesehen haben, etc., die wissen, was noch so ein bisschen auf uns zukommt. Ich möchte es jetzt nicht vorwegnehmen für die Leute, die das noch nicht wissen. Aber da ist schon geiler Scheiß dabei. Und wir haben bisher nicht einen einzigen Helden neben uns gesehen. Das könnte man natürlich auch machen. Ja, dass man wie in älteren Spider-Man-Spielen auch mal Wolverine mit reinbringt oder so. Das wäre auch ultra krass. Wolverine ist eh der Übershit. Geilster Typ, Mann. Einer der geilsten. Da ist das Gefängnis. Das sehen wir auch zum ersten Mal, wa? Guck euch das mal an hier. Bewacht, im Wasser. Besichtigungstour. Kann das sein? Okay. Ah, krass, krass. Ich hab alle Türme. Was ist denn hier? Warum ist denn das so? Achso, das ist der Park. Ich hab alle Wahrzeichen und alle Türme, glaube ich. Geschafft. Alle Verbrechenstürme in der Stadt sind repariert. Ziemlich gute Arbeit, was? Ziemlich gut, ja. Gut genug, damit vielleicht ein gewisser jemand mit uns feiern kann? Gut, aber mach schnell. Die Chancen standen schlecht. Die Gefahr war groß. Aber mit Spider-Cops zuverlässiger Intuition und der entschlossenen Planung des Chiefs konnten sie den Job erledigen. Oh, das ist irgendwie süß. Ein paar voller Gegensätze, wie Erdnussbutter und Schokolade oder Frühstück zum Abendessen, arbeiteten die beiden zusammen. Und fertig. Wir reden später, Spider-Cop. Sie wird es noch merken, oder? Ja, definitiv. Wie geil. Das gab mir Jameson bei seiner Abschiedsparty im Bugle. Ich dachte, niemand würde seine Talkshow hören. Falsch gedacht. Boah, das macht gerade so mega Bock, durch die Gegend zu gurken, so ein bisschen, die Sachen einzusammeln. Wie gesagt, man muss ehrlich sein, die Nebenmissionen im Spider-Man sind jetzt nicht der Übershit. Vor allem nicht so Sammelzeug, das ist halt absoluter Ich helfe lieber denen, die nicht das Rathaus in die Luft gesprengt haben. Ja, komm, weißt du was? Das ist halt absoluter Standard, ja? So ist es nicht. Aber, es macht trotzdem Bock. Aber ich vermöbel euch trotzdem. Weil, wie wir zu den Punkten hinkommen, ist halt einzigartig in Spider-Man, oder? Will er mich mit seinem dicken Rohr einfach wegprügeln, Drecksau. Komm her. So, Jungs. Gefällt euch das? Oh, er ist er kann sogar rausklettern. Nicht schlecht, kleiner Mann. Weg mit dem. Weg mit dir. So, das war's dann auch schon. Irgendwie muss ich die Dämonen dauerhaft kalt stellen. Das stimmt allerdings, Spidey. So, nächste Black Cat. Taube im Visier. Taube. Oh, Taube. Ich muss sie kriegen.
Okay, komm, die holen wir jetzt auch noch. Wir sind sowieso jetzt gerade im Grind. Fressen Tauben eigentlich Spinnen? Wir sind eh gerade im Grind, Freunde. So, da hab ich sie auch schon. Süße. Woo! Geil, Mann! Wie man sich hier fortbewegen kann, das macht so Bock! Felicia hat jetzt immer noch was erreicht. Und ich muss noch viel zu viel absuchen. Ich muss das Gebiet eingrenzen. Jede Information hilft. Wen sie ausraubt, wo sie wohnen. Hallo, Cat. Ich glaube, Lonesome Pinky wohnt hier. Lonesome Eine Country-Sängerin Pinky? Ausrauben. Das ist kreativ. Aber ich komme näher. Noch ein Ort sollte reichen. Ein Ort noch. Okay, ich sehe ihn gerade nicht. Das ist ja die Base. Da. Oh, in der Nähe vom Ziel. Okay, ich mache, glaube ich, dann Schnellreise. Oder? Nee, ich mache nicht Schnellreise. Obwohl, ich weiß nicht. Ich glaube nicht. Dann kann ich auf dem Weg vielleicht noch ein, zwei Rucksäcke mitnehmen. Oder soll ich doch Schnellreise machen? Na doch, ich mache Schnellreise. Ich weiß ja nicht, was danach noch kommt. Wir machen Schnellreise, komm. Einmal mit zwei die Schnellreise machen. Komm, was soll's. Ach, wie geil! geil, alles klar. Ah, das ist wahrscheinlich auch bei dieser einen Trophäe damit gemeint. Du sollst ja fünfmal die U-Bahn benutzen. Es kann sein, dass das damit gemeint ist. Ich weiß nicht genau. Es gibt ja sicherlich unter euch auch wieder Leute, die gerne die Platin-Trophäe holen wollen, ne? So. Noch ein Ort und ich habe die Daten, um Black Cat zu finden. Grob geschätzt hat sie ungefähr 49 Millionen erbeutet. Wenn ich sie erwische, bevor sie die 50 voll hat, steigt sie aus. Das ist ein Deal. Miau. Oh Mann. In der Galerie haben sie den Jade-Tiger. Der ist eine fette Million wert. Ich muss den Algorithmus starten und Felicia schnell finden. Ich habe ihr Versteck gefunden. Ich muss dort sein, bevor sie die Stadt verlässt. Okay. Okay. Oh nein, quatsch mich nicht voll schon wieder. Der Drahtzieher hinter dem Anschlag auf das Rathaus ist endlich geschnappt worden. Und schockierenderweise ist es der Philanthrop Martin Lee. Ich werde gleich dazu kommen, welche abartige Jekyll- und Hyde-Mentalität ein solches Doppelleben erfordert. Aber zuerst eine Warnung an alle, die seine Verhaftung feiern. Ja, es ist gut, dass er im Gefängnis ist. Aber all die Dinge, die wir nicht wussten. Wie lange hatte er diese tödliche Biowaffe? Hätte man uns das nicht sagen sollen? Oder vielleicht die Stadt evakuieren? Es ist kein Zufall, dass uns diese lebenswichtigen Informationen vorenthalten wurden. Jemand hat das entschieden. War es die Polizei? Der Bürgermeister? Einer ist definitiv schuldig. Und seine Initialen sind Spider-Man! Das ergibt absolut gar keinen Sinn, das Gequatsche. Das jetzt wirklich nicht. Dass er einen Spider-Man hinterfragt und so, ist ja eine Sache, aber das ist halt Blödsinn, ja. Aber der labert eh nur Scheiße, der Jonah. So. Der labert nur Bullshit. Das war auch natürlich genau der Punkt, der am weitesten entfernt ist, wa? Einmal ultra weit latschen, ne? Schwingen. Zum Glück müssen wir nicht latschen, das wäre eklig. Als wenn Spider-Man noch normal laufen würde. So. Okay, wir sind da. Freedom Tunnel. Vor Feast eine Zuflucht für New Yorks Obdachlose
aber jetzt so gut wie verlassen. Ein gutes Versteck. Muss ein versteckter Eingang oder so sein. Bingo. Das scheint die ganze Beute zu sein. Finanzdaten über die Maggia-Familien. Versucht sie, die zu erpressen? Was ist das? Spinne, du bist hierher gerast, um mich zu retten, ja? Du bist hinreißend und irgendwie süß. Darum habe ich dir etwas Schmeichelhafteres gemacht. Zeig, was du hast. Ohohoho. Das kann doch nicht alles ein Spiel gewesen sein, oder doch? Freunde, sieht der geil aus? Hab ich zu viel versprochen? Jetzt mal ernsthaft. Spider-Man, Black Cat hat die Beweise aus der Adavatenkammer geklaut. Was? Wie? Das ist wie Fort Knox. All die Katzen, die du gefunden hast, als sie alle in der Asservatenkammer waren, haben sie sich verbunden, das Signal verstärkt und den Alarm deaktiviert. Niemand hat sie reingehen sehen. Sie wusste, dass ich die Katzen finden und dich informieren würde. Sie hat mich ausgetrickst. Mal wieder. Was hat sie geholt? Nur ihr altes Kostüm und die Ausrüstung. Sie wollte, dass ich die 50 Millionen Beute finde, damit sie ihr Zeug wiederbekommt? Das heißt, sie plant etwas Größeres. Wow. Das muss man ihr lassen. Sie hat dich wirklich ausgetrickst. Ja, wir haben es verstanden. Hör ich lachen? Du klingst, als ob du lachst. Was jetzt los? Sieht der geil aus, oder was? Sieht der geil aus, oder was? Na, hallo. Untersuch das doch mal bitte, hallo. Oh, na sowas. Die Katze tanzt mit der kleinen Spinne und sperrt sie gegen ihren Willen in ein Glas. Süß. Ja, auf jeden Fall. Super süß. Wow. Als ich sie das erste Mal schnappte, wollte Felicia das stehlen. Anscheinend wollte sie den Job jetzt zu Ende bringen. Mhm. Na gut. Na, Alter, boah. Oh, Junge, ernsthaft jetzt mal. Freunde, ich bitte euch. Alter, das ist der geilste Anzug bisher. Erzähl keinen Scheiß, Junge. Rot-Schwarz, mega geile Kombo. Die Augen noch komplett rot. Oder? Oder? Jetzt mal ernsthaft. Alter, der ist mit. Also mit der geilste auf jeden Fall. Top 3 auf jeden Fall bisher. Auf jeden Fall. Ja, doch. Zieht euch den mal rein. Das hat sich gelohnt, Alter. Das hat sich doch gelohnt. Freunde, ja, das war's. Wir haben den Black Cat Anzug. Wir haben alle Black Cat Sachen erfolgreich absolviert. Und, boah, Alter, der sieht mega geil aus. Boah, da muss ich auf jeden Fall die ein oder andere Story-Mission spielen mit dem, damit wir den mal in der Cutscene sehen, den Anzug. Boah, nice. Nice. Gut, Freunde, lasst auf jeden Fall gerne eine Bewertung da, dafür, dass wir jetzt den geilen Anzug geholt haben. Ist ja nicht schwer, ist sogar locker easy. Sehr, sehr leicht sogar eigentlich, den zu holen, aber ich hab ihn. So, das war's, Freunde. Wie gesagt, bewerten, kommentieren nicht vergessen, beim nächsten Mal einschalten, dann machen wir mit der Story weiter. Und, ja, das war's. Haut rein, tschüss. Alle Einheiten? Nein, nix Einheiten. Wir sind raus! Meine Meldung?